Das ist Teil 2 von dem Video, wo ich erzähle, wie ich übe mit einem temperamentvollen Pferd wie Esprit, wie ich ihn zur Ruhe bringe. Und hier seht ihr während der Übung mit Esprit, Cabo ist auch zu uns gekommen. Und ich habe versucht, ihn erst einmal wegzuschicken, damit er nicht stört, aber er wollte unbedingt mitmachen. Und dann dachte ich mir, okay, obwohl wir das noch nie gemacht haben und das war nicht vorbereitet, aber spontan entschieden, okay, ich probiere jetzt Cabo aus Longe-Position zu führen. Und hier seht ihr, wie er reagiert. Er sieht das als wirklich als etwas Treibendes. Er ist ganz nervös, so rumstoppelt und ziemlich verspannt. Ja, versteckt sich immer hinter Esprit. Er sieht das nicht, das Longieren nicht als was Positives. Ja, ziemlich verspannt und das natürlich macht mir Sorgen, weil das ist eigentlich große Arbeit, wenn das Pferd schon longieren als sozusagen auf dem Fluchtweg sich sieht. Ja. Ich habe versucht, jetzt ein bisschen Cabo zu beruhigen, zu sagen, das ist gar nicht so schlimm. Guck, wir machen langsam. Dadurch, dass wir haben noch schon natürlich die Beziehung sehr gut aufgebaut. Er vertraut mir, macht ein paar ruhige Schritte. Ich lobe ihn natürlich sehr dafür, dass er nicht hektisch einfach wegrennt. Aber auch interessant ist, ihr seht, dass hinten unser Tor ist beim Übungen immer offen und die Pferde können weg zur Gelände, zur Stallgelände. Das machen sie nicht. Und Cabo macht auch nicht, obwohl die ziemlich verspannt ist. Und wir beginnen wieder langsam. Er beginnt sofort anzutrappen. Aber was gut ist und warum ich ihn lobe, dass er anhaltet, wenn ich ihn bitte und bleibt bei mir. Ja? Wir versuchen das jetzt nochmal. Und wieder beginnt er einfach zu trappen. Er kann sich nicht beherrschen, weil etwas in ihm nervt. Die ganze Situation nervt ihn. Dieser Abstand, diese Führposition. Das ist, passiert eigentlich immer den Pferden, die wurden einfach weggetrieben an Longe. Und er kennt das bestimmt nur so. Er versteht nicht, dass Longieren ist einfach genau so eine Übung wie alle anderen. Ja, ich lasse ihn einfach in Ruhe diesmal und wir versuchen das nochmal anders.